Okidoki, dann nochmal ein kleiner Nachtrag zu dem Video von Project Brutality und zwar jetzt zu den angesprochenen Add-ons. Man kann nämlich die Waffen auch modden, indem man praktisch im Spiel halt entsprechende Items einsammelt. Mit denen kann man ja praktisch die Waffen, die man hat, aufrüsten. Und genau diese Mods werde ich halt jetzt erklären. Genauso gibt es auch bestimmte Items, die man bei sich tragen kann. Die werde ich jetzt auch erklären. So, dazu starten wir wieder Project Brutality. Erlauben uns das Cheaten. Starten ein neues Spiel. So, dann gehen wir in den God-Mode. Sorgen dafür, dass uns keine Viecher anvisieren können. Was habe ich denn hier? So. Und was noch? Ah ja, töten wir alle Monster, die bereits vorhanden sind. Alter, was schreibe ich denn hier heute? Geht doch. So. Gut, dann geben wir uns mal alles. Okay, also zuallererst kann man mit den entsprechenden Tasten, bei mir ist das einmal die 0 und die 9 hier, Inventory, also Inventar, 0 und 9 kann man sich beliebig einstellen und Activate, wenn wir Enter, kann man hier verschiedene Items auswählen. Diese sind bei mir hier unten sichtbar. Wie gesagt, keine Ahnung, ob man meine Maus sieht, hier unten links ist halt das Item sichtbar, was man benutzt. Da gibt es einmal das, was ich jetzt gerade ausgewählt habe, Health Packs, mit denen man sich selber wieder Leben geben kann. Und die brauchbaren im Kampf sind vor allen Dingen die vier. Also die hier, die hier, die hier und die hier. Mit der Anfangerweise, das sind praktisch Sucher und Zerstörer. Diese kreisen jetzt so lange durch die Map, bis sie auf Gegner treffen. Und zerstören diese entsprechend. Sterben allerdings auch nach einem gewissen Zeit ab. Die sind also nicht unendlich da. Aber relativ lange, bis sie dann irgendwann halt aufgeben. Okay, Wegfenster. Gut. Wow. Nicey, dicey. Ja. Ansonsten das nächste ist denn das hier. Das sind praktisch Zeitbomben. Die bleiben einfach da. So lange bis halt, nein, das hier. Bis sie halt wegentechnischen Gegner, ja, praktisch erreichen. Halt, also diese Dinger fliegen nicht in der Luft rum, sondern bleiben halt praktisch auf dem Boden der Tatsachen. Und halten auch, wie man gerade gesehen hat, nicht allzu lange durch. So, denn das nächste ist das hier. Das ist so ein, ja, Hilfsteleporter. Wenn man den hinstellt, dann bekommt man drei, ja, Verbündete. Nummer 1, Nummer 2, da kommen wir auch rum. Und Nummer 3. Warum laufen die jetzt rum? Hallo? Ja, gut. Okay. Also, zu den Dingern, wie gesagt, da bekommt man praktisch ein bisschen Unterstützung. Jetzt läuft ja auch nicht mehr rum. Was ist denn hier los? Wow, manche laufen rum, manche nicht. Das macht sowas von keinen Sinn. Okay. Und die nächste Waffe ist mein persönlich. Ja, nicht wundern, dass wir viermal hier gerade gesippt haben. Das vierte Mal, da wurde keiner erschaffen, sondern da ist dieses Ding verschwunden. Deswegen viermal, also dreimal vier Leute spawnen und das vierte Mal zum selber verschwinden.
Und das für mich persönlich effektivste ist das, nein, das hier. Hiermit kriegt man eine fucking Sentry Gun. Und ja, das sind praktisch komplett autonome Waffen, die auch extrem viel Damage machen. Und zwar richtig. Und das Schönste ist, man kann sie mit der Use-Taste wieder einsammeln und sie dann irgendwo anders aufstellen. Und wie gesagt, die sind relativ stark. Allerdings sind sie selber auch zerstörbar. Halt, also können auch von denen angegriffen werden. Und sobald sie halt einmal kaputt sind, kann man sie auch dementsprechend auch nicht wieder einsammeln und nochmal verwenden. Heißt also, taktisch sinnvoll einsetzen. So, das war erstmal zu den vier Items. Wie gesagt, die anderen Sachen sind einfach nur Health Packs, dass man, wenn man Schaden hat, ihn praktisch damit auskurieren kann. Dementsprechend gehe ich darauf jetzt auch nicht ein, sondern gehe jetzt auf die Mods ein. Dazu kann ich damit doch meine Verbündeten töten? Ja, das geht. So, für die Add-ons. Ja, die ganzen Cheatcodes, da einfach mal selber informieren oder einfach die nachmachen, die ich hier benutze. Baram. So, jetzt haben wir alle Mods. Weiß es gehen? Gucken wir nochmal. Ja, haben wir alle. So, die Mods der Reihe nach. Die erste Mod ist für diese Waffe. Das hier war ursprünglich die Super Shotgun. Und ja, die Super Shotgun, die hat jetzt nicht nur zwei Läufe, sondern vier. Alle vier einzeln ansteuerbar. Oder aber mit der Primärtaste, also das ist jetzt gerade über die Sekundärtaste. Da schießt man, wie gesagt, alle vier nacheinander. Und mit der Primärtaste kann man immer zwei mit einmal schießen. Man kann aber diese Waffe auch umschalten. Das macht man wieder mit der Mod-Taste. Jetzt ist die Sekundärart, also die, der Sekundärschuss, immer zwei mit einmal. Und primär ist, wer hätte es gedacht, alle vier mit einmal. Und das macht richtig Kack-Arsch-Damage. So, nächste Waffe, die eine Mod bekommen hat, ist diese. Hier hat man ja am Anfang immer, wenn man nachgeladen hat, jede Munition nacheinander eingesammelt. Also nacheinander rangesteckt. Jetzt hat man aber hier ein Magazin. Heißt also, wenn man jetzt schießt, und man jetzt nachlädt, dann hatte man ja davor immer sieben Kugeln wieder reingesteckt, mühselig. Und jetzt mit der Mod, man hat einfach nur noch das Magazin aus und fertig. Halt also, das Nachladen geht viel schneller. Bei der hier genauso. Hier hat man auch die Munition praktisch immer einzeln reingesteckt. Und wenn man jetzt aber schießt und nachlädt, hat man hier auch wieder ein Magazin, was man nachlädt. Und zwar ein Rundmagazin. Und schon ist nachgeladen. Und man hat auch bei beiden Waffen mehr Schuss. Bei der Waffe hier hatte man ohne Upgrade hatte man nur 12 Schuss. Jetzt hat man 20 Schuss pro Waffe. Und bei der anderen, bei der hier, nee, bei der hatte man davor 8 Schuss und hat jetzt 10 Schuss. Und auch, nein, die hier, auch die kann man wieder dual tragen. Genau. Und das heißt, man hat einfach mal fucking 40 Schuss. Und das Nachladen geht relativ schnell. Also die Waffe mit Upgrade ist absolut mörderisch. So, die nächste Waffe mit einem Upgrade wäre dann die Waffe. Die hat jetzt nicht nur
den Schuss oder das Vorspin, sondern wenn man jetzt die Mob-Taste drückt. Achtung, nicht erschrecken. Fucking yeah. Die hat jetzt 3 Turbinen oder wie auch immer man die Dinger nennt. Und wenn man uns so, und wenn man unten auf die Anzeige geguckt hat, hat natürlich auch schmerzhaft feststellen müssen, dass sie dabei auch extrem viel Munition verbraucht. Logisch, macht ja Sinn, ne? Aber man kann damit quasi jede Gegnerhorde erstmal komplett eliminieren. So, die nächste Waffe mit Upgrade ist dann diese Waffe. Die hat eigentlich nur, also jetzt nur in Anführungszeichen, ein größeres Magazin bekommen. Das ist das hier. Mit dem kann man jetzt 61 Schuss maximal abfeuern. Halt als Rundmagazin, wie man ja sieht. Oder man kann Rambo-Style auf ein Endlos-Magazin umschalten. Hat allerdings dafür in dem Modus kein Zoom mehr. Also kein. Also kann das Visier nicht mehr benutzen. Das geht nur in dem Modus. So, dann die nächste Waffe mit einem Upgrade wäre dann. Die hier, das ist die normale Plasma-Waffe. Wie ihr seht, ist jetzt nicht mehr blau, sondern lila. Bei der hat sich praktisch einfach nur geändert, dass sie ja quasi stärker geworden ist. Ansonsten wirklich viel geändert hat sich, wie man gerade gesehen hat, nur das Sekundärfeuer ist jetzt praktisch sowas wie ein, ja, ich will jetzt nicht sagen Mini-schwarzes Loch, aber geht so in die Richtung von diesem Black Hole Generator, nur halt in klein und fein. So, die Waffe hat sich nicht verändert. Übrigens seht ihr die Waffen, die sich verändert haben, seht ihr hier unten, dass hier so ein kleines grünes Dreieck darüber ist. Nein, das wollte ich nicht. So, die nächste Waffe ist dann dementsprechend genau die hier. Das ist die Waffe, die ich letztens gezeigt hatte. Die mit dieser ja, Dämonenenergie läuft. Die ist jetzt viel stärker geworden. Und zwar richtig heftig. Also die ist jetzt wirklich, verbraucht extrem viel Dämonenergie. Hat allerdings dafür auch nahezu fantastische, ja, wie sagt man, Zerstörungsenergie. Wie man sieht, ist das ein Laser. Und der zerstört einfach alles, was auf dem Weg ist. Beim Cyber Demon braucht sie ein bisschen. Aber auch beim Cyber Demon reden wir gerade mal von Sekunden. Ja, das war's dann soweit mit den Upgrades. Das ist, wie gesagt, die normale. Und das ist praktisch die erweiterte Variante davon. Aber ansonsten, viel mehr geändert hat sich halt nichts. Von daher sind wir jetzt soweit eigentlich durch. Wie gesagt, das Wichtigste, die. Die Waffen, bei denen ich persönlich am meisten die Upgrades benutze, ist zum einen die Waffe hier, weil die halt dadurch jetzt ein größeres Magazin hat. Und vor allen Dingen, was ich halt sehr gerne nutze, ist halt Schrotflinten, sowohl die hier als auch meine Auto-Shotgun, die hier, weil die halt jetzt Magazine haben. Also entweder halt ein klassisches Magazin oder aber halt das Rundmagazin. Und damit zum einen extrem stark sind und zum anderen auch nicht mehr so lange zum Nachladen brauchen. Ja, das soweit zu den Upgrades. Ansonsten viel mehr zu den Upgrades hier ist eigentlich nichts zu sagen. In Aktion gesehen habt ihr die meisten Waffen bereits in meinen Let's Plays. Mit Upgrades mehr oder weniger. Aber das ist jetzt nur erstmal so zur Vorstellung der gesamten Waffen. Ja. Von daher soll dieses kleine, soll dieser kleine Zutrag, Beitrag, was auch immer, Nachtrag, zu meinen anderen Waffen Video von Brutal Doom, Project Protect, die erstmal gewesen sein. Ja, das andere Video war schon 50 Minuten lang, wie ich gemerkt habe, leider. Das hier ist jetzt ein bisschen kürzer geworden. Ansonsten werde ich dann wahrscheinlich noch ein Video zu Brutal Doom und deren Waffen praktisch veröffentlichen. Allerdings nur ein Video, weil Brutal Doom hat kaum Waffen im Vergleich zu Project Brutality und hat auch keine Mods. So, ansonsten für das Video erstmal Schau mit V.